Der Frankenturm in der Trierer Dietrichstraße ist ein bedeutendes Denkmal. Gemeinsam mit dem Turm Jerusalem ist er der einzige noch vorhandene von einstmals fast zwei Dutzend Trierer Wohntürmen aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Jahrzehntelang fristete das 900 Jahre alte Gemäuer ein Schattendasein, bis eine große bürgerschaftliche Aktion es in den Blickpunkt rückte. Unter Federführung des Denkmalrettungsvereins Triergesellschaft und mit Spenden der Leserinnen und Leser des Trierischen Volksfreunds wurde das Mittelaltermonument 2006-2007 im Inneren ausgebaut und veranstaltungstauglich gemacht. Die Stadt als Besitzer versprach daraufhin, das Umfeld des Frankenturms angemessen zu gestalten. Doch 15 Monate nach der Eröffnung tut sich immer noch nichts. Die Umgebung des Turms präsentiert sich weiterhin in desolatem Zustand. Im Hof zum Nachbargebäude sprießt das Unkraut. Grund für die Hängepartie? Das auf dem städtischen Grundstück geplante Bauprojekt von Geschäftsleuten aus der Nachbarschaft kommt nach jahrelangen Verhandlungen nun doch nicht zustande. Die Stadt muss einen neuen Investor suchen. Baudezernentin Simone Käs-Tochiani zeigt sich zuversichtlich. Um hier Investoren zu suchen, werden wir in Kürze dieses Gelände ausschreiben, um dann einen sensiblen, der Situation gerecht werdenden Entwurf einer Investition hier in Trier ansiedeln zu können. Allerdings dürften mindestens 3 Jahre ins Land gehen, ehe in dem Hof neben dem Frankenturm gebaut wird. Außerdem wirft das Gelände einige Schwierigkeiten auf. Hier ein Gebäude zu errichten, hat natürlich einige Schwierigkeiten, die in der Bedeutung des Platzes oder der Situation begründet sind. Es muss ein sensibler Entwurf sein, der mit der Geschichte umzugehen weiß und hier für Trier dann weiter ein Stück historische Stadt in einer modernen Form umsetzt. Denkbar ist bis dahin, die Fläche provisorisch herzurichten und vorübergehend gastronomisch zu nutzen. Gespräche mit einem interessierten Gaststättenbetreiber aus der unmittelbaren Nachbarschaft sollen in den nächsten Tagen stattfinden.